Loading. Klingt chinesisch. Loading. Ich verstehe das nach wie vor nicht mit dem Surround. So, wir nehmen natürlich Deutsch. Warum auch nicht? Von 99. Kurz vor der Jahrtausendwende. So, und damit herzlich willkommen zum nächsten Need for Speed Let's Play in dieser gesamten Reihe hier. Ich habe mir mal so vorgenommen, so weit wie ich komme, halt mit den Reihen fortzusetzen, mit Teil 1 anzufangen. Das haben wir schon. Teil 2 haben wir, Teil 3 haben wir ebenfalls. Und deswegen haben wir jetzt Teil 4 hier vor uns. So, wie ihr schon mitgekriegt habt, wieder auf der PlayStation, weil PC wird nix. Auch hier habe ich noch keine passende Technik, die nicht bockt und sagt, nö, das Signal will ich nicht. Und deswegen müssen wir hier uns so durchwursteln, so Audio, Surround habe ich nach wie vor nicht verstanden. Bei zwei Chinch-Ausgängen. Soundeffekt okay, Motor immer so ein bisschen runter. Sprache ist okay, Umgebung ein bisschen runter. Mono, weil es wird eh Mono. So, wo ist jetzt hier zurück? Hier ist zurück. Jetzt ist Dreieck endlich mal wieder zurück. Hat er sich das denn auch gemerkt? Hat er. Hervorragend. So. Anzeige. Wen wollen wir denn anzeigen? Tachometer, ortsabhängig. Nö, ich hätte gerne Kilometer. Gegner, Name, Wagen. Wagen halte ich für sinnvoller. Rundenzeit 1, Zwischenzeit führende. Zeitunterschied. Nee, Distanz halte ich für sinnvoller. Position und Rundenzahl 1, jawoll. So, Controller. Was haben wir denn hier? Genauso einen Controller habe ich nämlich in der Hand. Ohne diese, ja, zwei Analogsticks. Genau. Beschleunigen, bremsen, rückwärts. Na, endlich haben sie es kapiert. Hier haben wir endlich mal, dass man so lange auf der Bremse steht, bis man steht. Und wenn man das immer noch gedrückt hält, der dann automatisch rückwärts fährt. So gehört sich das. Gut, das passt auch. Dann schauen wir mal, ob wir wieder wie üblich Trophäen, da ist wahrscheinlich noch nichts. Turnier. Worldwide Road Classic, Roadster Classic, haben wir noch nichts gewonnen. Spezialrennen wird dann gleich das gleiche sein. Dann schauen wir mal, ob wir uns wieder hier die einzelnen
Autos uns angucken können. Probefahrt, ja meinetwegen. So. Streck. Nein, kann man. Okay, nein, kann man nicht. Weiter. Präsentation. Mercedes-Benz hat über die Jahre viele legendäre Sportwagen gebaut. Vom berühmten SSK im Jahre 1928 bis zum Klassiker 300 SL im Jahre 1954. Doch der brandneue SLK 230 ist wahrscheinlich das innovativste Auto, das dieser Hersteller je entwickelt hat. Was den SLK von anderen Sportwagen unterscheidet, ist die Tatsache, dass er sowohl Coupé als auch Cabrio ist. Denn er verfügt über ein Stahldach, das sich auf Knopfdruck innerhalb von nur 25 Sekunden zusammenfaltet und im Kofferraum verschwindet. Auch bei zusammengefaltetem Dach ist im Kofferraum noch genügend Platz. Das macht diesen Sportwagen wohl einmalig. Eben ein Auto für alle Fälle, wie Mercedes es beschreibt. Der kompakte SLK wird von einem aufgeladenen 2,3 Liter Vierzylinder mit zwei Ventilen und 193 PS angetrieben, wodurch das Leichtgewicht schnell beschleunigen kann und Spitzengeschwindigkeiten erreicht, die sich mit den besten seiner Klasse messen können. Durch die hochentwickelte Einzelradaufhängung zeigt der SLK einzigartige Leistungen in Kurven. Doch von Beginn an spielte auch die Sicherheit eine große Rolle bei der Entwicklung. Daher findet man im SLK zwei integrierte Überrollbügel, Front- und Seitenairbags und eine robuste Karosserie. Beim SLK wurden geschickt Stilmerkmale von den großen Mercedes-Sportwagen der Vergangenheit übernommen. Die beiden Hutzen auf der Motorhaube zollen dem legendären 300 SL Tribut und im Interieur findet man sowohl wunderbare Instrumente im Retro-Look als auch im fortschrittlichen Design. 193 PS, naja. So, was haben wir denn noch? Wagen. Der BMW Z3 Roadster. Na, gucken wir uns den nochmal an. Als die Designer von BMW erstmals den Z3 Roadster entwarfen, waren sie entschlossen, das Gefühl der offenen Sportwagen aus der Vergangenheit mit den neuesten technischen Errungenschaften zu vereinen. Der Z3 2,8 hat über 190 PS und bietet in jedem Gang beträchtliches Drehmoment, genau das, was der BMW-Fan erwartet. Die Reihen-Sechszylinder von BMW sind für ihre sanfte Ansprache bekannt und die lange Motorhaube des Z3 2,8 bildet da keine Ausnahme. Um die zusätzliche Kraft des 2,8 gegenüber seinem Vierzylinder-Vorgänger unterzubringen, hat der verbesserte Z3 ein verbreitertes Heck und passend dazu eine muskulösere Karosserie. Durch komplette Einzelradaufhängung entsteht das schnittige Handling, für das BMW berühmt ist, und Scheibenbremsen mit Antiblockiersystem an allen vier Rädern sorgen für die nötige Sicherheit. Im Cockpit ist alles leicht vom ergonomischen Fahrersitz erreichbar. Der erste Wagen von BMW wurde im Jahre 1928 gebaut, eine kleine Limousine namens Dixie. Zuvor hatte sich BMW einen Namen im Bereich der Flugzeugtriebwerke gemacht. Unter den großen BMW Roadsters der Vergangenheit sind auch der wunderschöne 507 von 1955 und der innovative und leistungsstarke Z1. Der Z3 2,8 führt eine große Tradition fort, mit der sich nur wenige Konkurrenten messen können. Der Original Camaro hatte sein Debüt im Jahre 1966 in der Blütezeit der Muscle Cars. Autofans liebten diesen Wagen, wollten aber mehr Leistung. Chevrolet reagierte 1967 darauf mit dem leistungsstärkeren Z28,
Das war auch das erste Jahr, in dem ein Camaro an der Indy 500 teilnahm. Der Z28 war schon immer der begehrteste Camaro. Jahr für Jahr wurde er schneller und schnittiger. Der aktuelle Z28 enthält verschiedene Änderungen im Styling, die 1998 am Camaro vorgenommen wurden. Die lange Motorhaube ist eleganter als jemals zuvor und die Fans sind sich einig, dass der Wagen nie besser ausgesehen hat. Die Leistung war auch nie besser und der kraftvolle 5,7 Liter V8 Motor mit 305 PS bietet das Ansprechverhalten, das Camaro-Fans erwarten. Durch das verbesserte Handling entsteht ein Z28, der in den Kurven sogar noch schneller ist als der Standardwagen. Normalerweise verfügt der Wagen über eine 5-Gang-Handschaltung, doch als Sonderausstattung gibt es auch 6 Gänge für noch sportlichere Fahrweise. Z28-Käufer können zwischen Coupé oder Cabrio wählen oder ein T-Bar-Dach mit abnehmbaren getönten Scheiben bestellen. Für die Sicherheit wurden große Scheibenbremsen mit Antiblockiersystem an allen Reifen und Doppel-Airbags eingebaut. Im Inneren des Z28 befindet sich eine komplette Instrumentenausstattung mit Drehzahlmesser und Tachometer. Beinahe alles, was eingebaut werden kann, ist auch vorhanden. Dieser Camaro entstand nicht durch Zufall. Die Ingenieure und Designer von Chevrolet berufen sich auf eine mehr als 30-jährige Tradition. Ja, und natürlich war er schneller in den Kurven als sein Vorgänger. Das war so ziemlich jedes Auto. Weil die ursprünglichen Muscle Cars hatten eine starre Achse. Das heißt, wenn eine Kurve kommt, dreht das kurvenäußere Rad nicht schneller als das kurveninnere, was dafür sorgt, dass das Heck ruckzuck ausbricht. Deswegen waren die Dinger in den Kurven sowas von instabil. Da war jedes Auto besser. So, was haben wir hier? Noch ein Amig. In den späten 60er Jahren der Zeit der Muscle Cars, in der nur Leistung zählte, brachte Pontiac den ersten Firebird auf den Markt. Die begeisterten Fans wollten weitere, noch leistungsfähigere Versionen, die auch schnell aufeinander folgten. Die Muscle Cars leben heute noch weiter in Firebirds Spitzenmodell, dem kräftigen WS6 Ram Air, mit den beiden funktionellen Hutzen auf der Motorhaube, dem exzellenten Fahrwerk und den polierten 17-Zoll Rädern mit Alufelgen und Breitreifen. Ohne leistungsfähigen Motor wäre allerdings kein Muscle Car seinen Namen wert und der Firebird macht hier seinem Namen alle Ehre. Unter der geformten Motorhaube befindet sich ein 5,7 Liter V8 Motor mit 305 PS. Er verleiht diesem Wagen blitzschnelle Beschleunigung. Von 0 auf 100 kommt er in 6 Sekunden. Erstklassiges Handling wird durch die integrierte Traktionskontrolle und die Vierrad-Scheibenbremsen sichergestellt. Die Instrumente sind nüchtern gehalten, wie der übrige Wagen auch. Weiß auf schwarz bei Tag und glühend rot bei Dunkelheit. Hier bleibt der Fahrer auf dem Laufenden. Das Ergebnis ist ein einzigartig modernes Muscle Car mit der Leistung, dem Handling, dem Design und der Sicherheit des 21. Jahrhunderts. Die Muscle Cars leben weiter. Jo. In Blau. Naja, haben wir den vielleicht noch? Ja, viel besser. Bis ins Jahr 1913 reicht die abwechslungsreiche Geschichte des DB7 von Aston Martin zurück. Aston Martin war schon immer berühmt für seine einzigartige Fähigkeit, exzellente Leistungen mit ultimativem Luxus zu kombinieren. Ein Ergebnis davon ist der DB7. Der schnittige und sinnliche Sportwagen, entweder als Coupé oder Cabrio erhältlich, ist praktisch von Hand gebaut und wird von einem 3,2 Liter Motor mit Lader und 335 PS in einer 6-Zylinder-Maschine mit blitzschneller Beschleunigung und bemerkenswerter Höchstgeschwindigkeit angetrieben. Die Einzelradaufhängung im Stil eines Rennwagens ermöglicht leichte Tandling. Weitere Hightech-Ausrüstung wird von der Muttergesellschaft Ford geliefert, die Aston auch Zugang zu weitreichenden Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen ermöglicht. Aston Martins Sachverstand in der Herstellung von hochleistungsfähigen Automobilen
beruht auf jahrzehntelanger Erfahrung mit den Siegerautos beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans und den World Sports Car Championships. Der stattliche DB7 ist mit feinstem Connolly-Leder ausgestattet. Der Käufer kann sogar ein komplettes Gepäckset mit dem eleganten Aston Martin Logo erwerben. Seit über 85 Jahren baut Aston Martin erstklassige Sportwagen und bleibt dieser Tradition auch weiterhin treu. Also erstmal fahren wir hier einen Linkslenker, das ist schon mal ziemlich erstaunlich. Und zweitens, ja, Ford hat damals Aston Martin schon gekauft. Das war die Phase, bevor sie wieder ausgespuckt hatten und deswegen hatten sie da profitieren können. Ford hat dann übrigens anschließend die typische Kühlergrillform vom DB9 geklaut und die sieht man jetzt so in einigen anderen Autos. Ich glaube, der Fiesta hat die zum Beispiel. Seit er auf dem Markt ist, hat Jaguars schwungvoller XKR-Sportwagen weltweit Anerkennung, sowohl für sein Aussehen als auch für seine Leistung geerntet. Aber der berühmte britische Autohersteller ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus. Der neue XKR zeigt sogar noch bessere Leistungen, denn er hat einen Lader als Zusatz zu der ausgereiften 4 Liter V8 XK-Maschine. Dieser verbesserte Motor bietet zusammen mit dem computergesteuerten 5-Gang-Automatikgetriebe ein außergewöhnliches Ansprechverhalten und noch mehr Leistung als sein Vorgänger. Der XKR hat die legendären E-Typ-Sportwagen der 60er und 70er zum Vorbild und erweist sich als würdiger Nachfolger. Die Designer des XKR ließen sich vom E-Typ inspirieren und die Ingenieure fügten alle modernen technischen Verfeinerungen hinzu. Jaguar hat es schon immer geschafft, Luxus mit Leistung zu kombinieren. Eine Tradition, die bis zum ersten Sportwagen, dem SS 100 von 1936, zurückreicht. Der XKR bietet seinen Besitzern die einzigartig britische Kombination aus handverlesenem Walnussholz für das Interieur und erstklassigem Leder für die Sitze. Der XKR ist ein Wagen, dem man seine Rennvergangenheit anmerkt. Denn Jaguars historische Renngewinne in Le Mans, Monza, Brands Hatch und auf vielen anderen berühmten Strecken der Welt haben hier ihre Spuren hinterlassen. Einen XKR können Sie an den Sonnenrollos, dem Heckspoiler und den einmaligen 18-Zoll-Rädern erkennen. Doch keine dieser Eigenschaften lässt diesen eleganten neuen Jaguar seine Anmut und Schönheit verlieren. In Rot, na ich geh die Pfui. Okay, gucken wir uns mal was Gescheitem an. Nee, dann lieber Silber. Autoexperten bezeichnen diesen Wagen als Auto für Anspruchsvolle. Der BMW M5 bietet eine einzigartige Kombination aus hoher Leistung und außerordentlichem Komfort. Mit dem Handling und der Reaktion eines Sportwagens führt der M5 die exzellente Tradition von BMW fort, die bis ins Jahr 1928 zurückreicht, als das deutsche Unternehmen mit der Automobilherstellung begann, nachdem es sich weltweit einen Namen als Flugzeughersteller gemacht hatte. Der M5 wurde von BMWs Motorsportabteilung entwickelt und greift auf Rennerfahrungen zurück, in denen auch Siege auf den Rennstrecken der Welt in allen Klassen, von der Formel 1 bis zum Tourenwagen, verzeichnet sind. Die Kraft des M5 wird von einer hochentwickelten 5 Liter V8 Maschine, größtenteils aus Aluminium, erzeugt. Hierdurch erhält der Wagen hohe Beschleunigungswerte und eine Höchstgeschwindigkeit, die für die deutschen Autobahnen ohne Geschwindigkeitsbeschränkungen geschaffen wurde. Die M5-Fahrer schätzen die noble Ausstattung des Wagens mit dem dynamischen Frontspoiler, den 18-Zoll-Rädern mit Legierung und den überzeugenden Auspuffrohren. Die Innenausstattung ist luxuriös, damit sich der Manager auf Reisen wie zu Hause fühlt. Armaturen und Konsolen haben Walnussholzverzierungen. Exquisites Leder wurde für Sitze und Türschwellen verwendet.
Das Navigationssystem als Sonderausstattung lässt keine Entschuldigung mehr für eine Verspätung zu einem Geschäftstermin zu. Der M5 ist ein dynamisches Beispiel dafür, was BMW M zu den wichtigsten Buchstaben der Welt macht. Jo, wiegt trotzdem 1,8 Tonnen das Ding. Schön schwer. So eine fette Wette. Ne, haben wir die wenigstens in Gelb hier. Ne, ach. Obwohl General Motors schon im Jahre 1908 gegründet wurde, brachte die Chevrolet-Abteilung den amerikanischen Sportwagen, die legendäre Corvette, erst 1953 auf den Markt. Der Wagen wurde sofort zum Bestseller. Und seitdem hat jedes Corvette-Modell bei den Fans auf der ganzen Welt einen Klassiker-Status. Die neueste Corvette ist die C5, das erste komplett neue Modell seit 1984. Obwohl sie auf dem neuesten Stand der Technik ist, blieben die Konstrukteure dennoch dem bewährten ursprünglichen Konzept treu. Fiberglaskarosserie und kräftige Maschine. Wie bei den meisten Vorgängermodellen können die Käufer auch hier zwischen einem Coupé, Hardtop oder Cabrio wählen. Die C5 wurde sowohl von Autokritikern als auch von Fans zur besten Corvette aller Zeiten gewählt. Sie besticht durch elegante, geschwungene Linien und ein stark verbessertes Innendesign. Obwohl die Ähnlichkeit mit den früheren Modellen nicht zu verkennen ist, verfügt diese Corvette über fortgeschrittene Technologie, sodass sie ihren Platz unter den Traumwagen der Welt redlich verdient hat. Herausragende Maschinen waren auch immer ein Grund für die Beliebtheit dieses Wagens. Und das neue Modell enttäuscht auch hier nicht. Unter der niedrigen aerodynamischen Motorhaube befindet sich ein neuer Aluminium V8 Motor mit saftigen 354 PS. Blitzschnelle Beschleunigung, flottes Handling durch Einzelradaufhängung mit verstellbarem Fahrwerk, dem man den Ursprung des Rennwagens noch anmerkt, das ist es, was die Corvette-Fans erwarten. Wie schon die Vorgänger ist auch die C5 preiswerter als die meisten vergleichbaren Traumwagen, hat aber gleichzeitig eine High-Tech-Ausrüstung, die Reifen mit Notlaufeigenschaften, deren Druck vom Armaturenbrett aus kontrolliert werden kann, sowie ein Head-Up-Display. Die Corvette-Fans sind sich einig, mit der C5 ist eine Legende wieder auferstanden. Mhm. Maronello. Lass mich raten, hier gibt es wieder nicht ein Gelb. Doch, na Ende, immerhin. Enzo Ferrari ist ein Gigant in der Geschichte des Autorennsports. Und sein Erbe lebt noch heute weiter in den Traumwagen, die stolz das sich aufbäumende Pferd tragen. Ferraris 550 Maranello, der nach der italienischen Kleinstadt benannt wurde, in der die Autos hergestellt werden, kehrt zum Frontmotor, wie bei dem Klassiker Daytona und früheren Modellen zurück. Jetzt beruft man sich wieder auf die Zeiten der Ferrari-Klassiker, wie dem 250 GTO und den GT-Rennwagen der 50er und 60er Jahre. Der 550, Nachfolger des berühmten Testarossa, enthält eine von Ferraris V12 Maschinen. 5,5 Liter mit beeindruckenden 485 PS. Der schnelle GT wurde als einer der ausgereiftesten Ferraris aller Zeiten bezeichnet. Doch das seidenweiche Handling kann trügerisch sein, erreicht man doch sehr schnell die extrem hohen Geschwindigkeiten. Im Cockpit des 550 Maranello erkennt man deutlich die Ferrari-Tradition mit dem eleganten 3-Speichen-Lenkrad, klassisch runden Anzeigen und 6-Gang-Schaltung mit offener Schaltkulisse. Für Ferrari-Liebhaber bleiben keine Wünsche offen. Jo. Ah, der Klassiker. Na, der sieht natürlich in Gelb ein bisschen doof aus. Oh, zum Beispiel.
Der Porsche 911 Turbo ist das neueste und schnellste Modell aus der Sportwagenlinie von Porsche, die bis zum ursprünglichen 911 im Jahre 1963 zurückreicht. Doch schon vor diesem Zeitpunkt erfreuten sich Sportwagenfans aus aller Welt an früheren Porsches, wie dem berühmten 356 Spider. Der Turbo basiert auf dem 911 Carrera, hat jedoch verbreiterte Kotflügel, um den Hinterrädern Platz zu bieten, deren Ausmaße fast an die von Rennautos heranreichen. Ein großer Heckspoiler erhält die Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten, die dieses Auto mit Leichtigkeit erreicht. Das Geheimnis der überragenden Leistung des Turbos ist ein luftgekühlter Boxermotor mit zwei Turboladern, 408 PS und 3,6 Litern Hubraum und ein 6-Gang-Handgetriebe. Der leistungsstärkste Porsche, der je angeboten wurde, verfügt über Allradantrieb, damit die Bodenhaftung auch bei hohen Belastungen sowohl auf nassen als auch auf trockenen Straßen erhalten bleibt. Innen belüftete Scheibenbremsen mit Anti-Blockiersystem ermöglichen Leistungen, die mit wirklichen Rennautos vergleichbar sind. Zur Reduzierung des Gewichts und zur Verbesserung des Handling hat der Turbo 18 Zoll Räder mit Hohlspeichen. Die Radaufhängung des Turbo ist bei hohen Geschwindigkeiten so effektiv, dass sogar Rennfahrer für diesen einzigartigen Sportwagen nur Lob finden. Dieses beeindruckende Automobil ist der ultimative Porsche für die Straße. Porsche kann auf eine lange Geschichte voller Rennerfolge in vielen Sportarenen zurückschauen. Porsches haben schon viele Male die Rennen von Le Mans, Daytona und anderen großen Kursen auf der ganzen Welt gewonnen. Und der deutsche Automobilhersteller bleibt dieser Erfolgstradition auch heute noch treu. Ja, Walter Röhl bestätigt das. Und Tatsache, das ist hier der 996, das ist die letzte Generation, die noch einen luftgekühlten Motor hatte. Danach hatten viele Fans aufgeheult, weil die nächste Generation dann wassergekühlten Motor hatte. Deswegen auch zum Beispiel dieser fette Heckspoiler, der wegfiel, den man hier bei der Wagenfarbe gerade ein bisschen schlecht erkennt. Aber naja, ist quasi der letzte seiner Art damals gewesen. Jo. Ferraris beeindruckender F50 wird als Formel-1-Wagen für die Straße bezeichnet. Und das trifft die Wahrheit ziemlich genau. Dieser Wagen basiert auf dem Rennwagen, der 1990 sechs Formel-1-Rennen gewonnen hat. Wenn man mit dem dramatisch geformten F50 mit der verstärkten Carbonfaserkarosserie und dem 12-Zylinder-Mittelmotor fährt, ist man wirklich so nah wie nur irgend möglich an einem Formel-1-Ferrari. Im handgefertigten 4,7 Liter 12-Zylinder-Motor mit 513 Pferdestärken steckt die neueste Technologie. Ein 6-Gang-Getriebe mit Handschaltung und enger Übersetzung verteilt die Kraft auf die breiten Hinterräder. Dieses Auto ist außergewöhnlich schnell. Es hat eine Spitzengeschwindigkeit, die man nur auf einer Rennstrecke ausfahren kann. Große belüftete Scheibenbremsen, die von dem Lieferanten des Ferrari Formel 1 Teams hergestellt werden, sorgen für die nötige Sicherheit. Das Cockpit des F50 ist eher nüchtern gehalten. Auch hier wird die Ferrari-Tradition beibehalten, dass man alles Überflüssige vermeidet und sich auf das wesentlich Wichtige für den Fahrer konzentriert. Alle Instrumente befinden sich genau dort, wo man sie erwartet, sodass der Fahrer sich wirklich nur mit dem Fahren dieses Traumwagens beschäftigen muss. Der Autohersteller aus Maranello hat schon viele herausragende Sportwagen hergestellt, seit Enzo Ferrari das Unternehmen in den 40er Jahren gründete. Doch keins davon kann es mit dem aufregenden F50 aufnehmen. Das war zu Ferraris 50. Geburtstag. Hatten sie den F50 rausgebracht. Zum 40. war es der F40, wer hätte das gedacht? So, einen Teufel. Wenn man den Diablo SV anschaut, ist es fast unglaublich, dass Lamborghini in Italien als Traktorenhersteller angefangen hat. Von Klassikern wie dem 350 GT von 1963 über den schönen Miura von 1967 bis hin zum frechen Trendsetter Countach von 1974 hat sich Lamborghini einen guten Namen in der Autowelt gemacht.
Ältere Lamborghinis sind heutzutage heiß begehrt und erreichen hohe Preise auf Auto-Auktionen in der ganzen Welt. Zusammen mit einer Karosserie aus einem Stahlrohrrahmen, einer Aluminiumlegierung und Kohlefaser verfügt der SV über einen der besten 5,7 Liter V12 Motoren von Lamborghini mit 529 PS. Das semiaktive Fahrwerk sorgt für ein sehr geschmeidiges Handling und die Scheibenbremsen ähneln denen, die auch bei Formel 1 Wagen verwendet werden. In dem niedrigen Lamborghini finden sich Schalensitze für Fahrer und Beifahrer. Und das Armaturenbrett ist luxuriös mit Wildleder bezogen. Die Sicht ist hier besser, als man es von so einem exotischen Wagen erwarten würde. Und das Motorengeräusch der Maschine erfreut garantiert alle Autoliebhaber. Wie viele andere italienische Exoten werden Lamborghinis weltweit bewundert. Und die glücklichen SV-Besitzer stehen bei Autofans immer im Mittelpunkt. Auch beim Tankwart um die Ecke. Nicht verfügbar. Nein! Ah! Geht das wieder los? Okay, wären wir jetzt einmal durch. Was haben wir hier eigentlich an Optionen? Stimmt, warte mal. Wir konnten hier, glaube ich... dann ging das nur in der PC-Version. Okay, in der PC-Version konnte man nämlich sagen, dass das Verdeck offen sein soll. Mal kurz gucken hier beim Z3, ob es da geht. Nee, geht leider nicht. Schaden. Ja, genau. Natürlich nicht. So, ja, wie es dann weitergeht, seht ihr dann im nächsten Video. Ich freue mich und bis gleich.